Ich wäre dann soweit. Ich auch gleich, warte ganz kurz. Dortmund, Mainz, Nürnberg, Bremen. Ach so, stimmt, ich muss auch synchronisieren. Teamzentrale, Taktikvorlagen, Mannschaft, Taktikvorlagen, ups, ja, egal. Nee, ich weiß nicht, egal. Pardon, ich liebe dich. Ja, gut, völlig uninteressant. Ich grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Leute, das erste Mal in FIFA 19, Pato unter Karrieremodus. In der heutigen Folge, beziehungsweise im heutigen Video, geht es um einen Sprint to Glory Showdown. Ich bin so gehypt, eine Folge habe ich schon durch, mit meinem Gast, mit Dennis Gaming TV. Grüße dich, Rudi. Grüße gehen raus. Servus, YouTuber von mir. Herzlich willkommen zu der ganzen Geschichte hier. Wir haben, wie gesagt, eins schon aufgenommen auf meinem Kanal mit Real Madrid. Das Ganze unbedingt abchecken wird der Pato. Hoffentlich, wenn er so nett ist, ganz oben in der Beschreibung verlinken. Nö. War wirklich auch eine sehr, sehr geile Kiste und jetzt also heute mit... Mit dem BVB, einige von euch sind mit Sicherheit Borussia Dortmund-Fans, an alle gebt doch gerne den Daumen nach oben und ich hoffe, ich werde den BVB würdig repräsentieren. Nochmal kurz angesprochen, die erste Folge Real Madrid, ganz oben in der Videobeschreibung natürlich, checkt das aus. Ey, es hat so unnormal Spaß gemacht und ihr werdet sehen, ich bin einfach ein krasser Noob im Karrieremodus, also checkt die Folge unbedingt ab und folgt uns beiden auf Instagram. Pato FIFA und der Real DG TV. Auf beiden Kanälen oder Profilen wird es ein Gewinnspiel geben. Ich bin sehr, sehr gehypt. Ich hoffe, ihr seid auch gehypt. Lasst doch gerne ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Und ich würde mal meinen, wir gehen mal kurz zur Mannschaft. Ich muss noch ein bisschen weiter Dingsbums laden, dies, das. Ich bin erst bei Anfang, dies, das. Aber ihr werdet es eh gleich sehen. Ein Cut, bis gleich. So Leute, jetzt bin ich mal ganz kurz bei der Mannschaft. Ja, da gehört einiges gemacht. Ich habe gesehen, 115 Millionen. Wir haben jetzt 20 Minuten Zeit für die ganze Transferphase. Ich bin unnormal gespannt, da gehört einiges gemacht. Dennis, hast du noch irgendwas zu sagen oder kann es losgehen? Nee, eigentlich nicht. Kann losgehen. Let's go. 20 Minuten Zeit für die Transfers. Erste Transferphase. Es muss ein bisschen was getan werden. Gut, ich stumme dich. Alles klar, bis gleich. Bis dann. Also Leute, 20 Minuten, 3, 2, 1, Abfahrt. Auf jeden Fall Innenverteidiger, vielleicht einen ZDM oder Hazard kann MS spielen. So, ich habe jetzt richtig viele Spiele auf die Transferliste gesetzt. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist einen Defensivmann. Und ich denke, da gibt es einen Mann, auf den er sehr, sehr schwer kommen wird. Er ist schon etwas sehr, sehr viel älter. Er ist 33 Jahre alt, hat ein 90 Rating. Wir versuchen ihn einfach mal zu holen. Boah, wie viel Geld wollen die bitte für einen alten Mann haben? Ist nicht verhandelbar. Ist okay, Leute. Wir nehmen ihn uns. 90er Verteidiger steht uns sehr gut zu Gesicht und ich denke nicht, dass er auf ihn kommen wird. Der absolute Vorteil bei Dennis ist, dass er die Preise circa kennt. Er weiß so circa, wie viel ein Spieler kostet. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen mal kurz rüber zu Dennis, was er so macht oder fabriziert. 3, 2, 1. Los geht's, 20 Minuten Zeit für diese Sommertransferphase. Es gilt auf jeden Fall einiges zu machen. Wir haben die Neuzugänge dabei, wie einen Brand, wie Schulz. Das hat der Pato vergessen, gerade eben noch anzusprechen. Wir haben die Neuzugänge auf jeden Fall schon mal dabei hier in der Karriere. Kümmern wir uns jetzt natürlich erstmal wie immer um unseren eigenen Kader zuerst. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Folgende Kandidaten wandern auf die Transferliste. Da haben wir unter anderem immer Toprak mit 80. Also eigentlich alle Spieler, die von der Gesamtbewertung eigentlich zu schlecht sind oder zu alt. Wir kommen ganz gut ran mit den Verkäufen. Schürrle, Toprak, Schmelzer, Kagawa, Rode und auch Piszczek haben allesamt den Verein verlassen, was uns bei 179 Millionen Euro stehen lässt und mit denen wird jetzt eingekauft. Damit also auch Transfer Nummer 1. Cesar Azpilicueta kommt als neuer Rechtsverteidiger. 41 Millionen Euro kostet der gute Mann und ist definitiv eine Verstärkung mit einer Bewertung von 85. Piszczek ist verkauft, 7,5 Millionen zum FC Liverpool. Transferangebot von 30 Millionen, das nehmen wir an, Leute. Das nehmen wir leider Gottes an. Außenverteidiger noch, Freigabesumme bezahlt. Das lobe ich mir, 44,6 Millionen FC Everton. Sehr, sehr stark. Freigabesumme für der Hut bezahlt, 32,3 Millionen. Leute, die Pate fließt. Parejo, Angebot absenden, 40 Millionen, 60 Millionen. Alter, wo lebt ihr bitte? Wo lebt ihr bitte? 50 Millionen. Ich wette mit euch, die weichen wieder nicht der Summe.
Okay, 50 Millionen, es geht fit. Leute, wir probieren Piqué. Ich glaube nicht, dass er an den denken wird. Schauen wir mal, 51 Millionen. Damit sind wir einverstanden. Sehr gut. Gerard Piqué. Ich weiß nicht, was man mit 30 Millionen machen kann. Also da bin ich wirklich noch viel zu unerfahren. Wüsste jetzt, mir fällt auf Anhieb kein Spieler ein. Sagen wir es so. So, Innenverteidigung sitzt. 4,5 Minuten. Dortmund braucht einen neuen Abwehrchef. Dortmund findet einen neuen Abwehrchef in Form von Sergio fucking Ramos. Und zu guter Letzt holen wir dann als Verstärkung Nummer 3 Adrien Rabiot von Paris Saint-Germain. Vertrag läuft aus. Wir bezahlen gerade einmal 30 Millionen Euro und kriegen damit nochmal einen Mittelfeldspieler mit ordentlichem Potenzial dazu. Wir haben noch knappe 30 Millionen Euro an Transferbudget übrig. Einige Namen habe ich jetzt noch ebenfalls auf die Transferliste getan, sowie Guerrero, Philipp und Dahoud. Mal gucken, was man aus denen noch so rausschlagen kann und ob man damit, mit dem Geld, was wir da rausholen, nicht vielleicht doch noch einen Spieler verpflichten können. Vielleicht aber auch erst für den Winter. Ehrlich gesagt bin ich mit den Neuzugängen, die wir da getätigt haben, vollkommen zufrieden, wie man sehen kann. Ramos für die Innenverteidigung, Azpilicueta hinten rechts und Rabiot fürs Mittelfeld sind allesamt eine Verstärkung, sei es das Potenzial oder eben schon die hohe Gesamtbewertung. Und ja, soviel zu meiner Sommertransferphase. Wir sind sehr, sehr früh und pünktlich fertig geworden, sogar noch fast 7 Minuten Zeit. Und ja, soviel zu meiner Sommertransferphase. 2 Minuten, Leute. Wir brauchen noch einen Neuzugang. Wie viel Geld haben wir? Wir haben nur noch 20 Millionen. Nein! Was mache ich damit? 20 Millionen. Oh mein Gott. Ach, no. Okay, Leute, wir haben doch noch Geld. 44 Sekunden, ne? Es wird am Gehalt scheitern, Leute. Es wird am Gehalt scheitern. Let's go. 30 Sekunden, ne? Also den kann ich noch einfädeln, diesen Deal. Komme nichts. Ich werde nicht bekommen. So läuft das nicht. Oh no, ich bekomme nichts. Ich bin ready. Ich bin auch ready. Alter, ich habe mich so schwer getan. Bei mir ging es echt übel klar. Ey, bei mir gar nicht. Ey, wie viele Spieler hast du geholt? Warte. Ich habe 3 Spieler habe ich geholt. Na, geht doch. Ich habe auch 3 Spieler geholt. Echt? Ja. Alter, ich hatte so Probleme. Ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich die Preise einfach nicht kenne. Hast du nicht so FIFA nebenbei genutzt? Als würde ich sowas nutzen. Ich mache das einfach instinktiv. Wahrscheinlich hast du mich instinktiv... Okay, gerade eben ging das ja. Ich bin ein Vollidiot. Was nein. Was denn? Ich Trottel, ich hätte noch einmal auf X klicken müssen. Ich hatte kein Geld für den letzten Transfer. Jetzt habe ich Geld, weil ein Trottel eine Transfersumme bezahlt hat. Und jetzt kriege ich erst das Geld. Wenn ihr das noch nicht wisst, jeder hat jetzt 3 Picks zum Raussnipen. Und ich würde jetzt mal meinen, du als Gast, du darfst mal beginnen. Okay, alles klar. Ich dachte mir, für die Innenverteidigung holst du dir Diogo Godin vielleicht, weil Vertrag läuft ja aus. Man hat bei Dortmund ja auch ein bisschen Geld zur Verfügung. Deswegen dachte ich mir, ja, 90er Bewertung könnte schon ganz schmackhaft sein. Fürs zentrale Mittelfeld dachte ich dann vielleicht auch nochmal für die Breite des Kaders Rabiot und für die Rechtsverteidigung. Da, glaube ich, muss man definitiv was machen. Habe ich mal Walker aufgeschrieben. Okay, du hast keinen dieser Picks. Ich habe dir ja verraten, dass ein Transfer nicht gelungen ist, weil ich kein Geld mehr hatte, ne? Lass mich raten, es war einer von den dreien. Das war Rabiot. Ja, na klar, mein Pech mal wieder. Muss los. Ich habe mir gekauft Piqué, Chiellini und Parejo. Nicht schlecht. Dankeschön. Ja, auch ich glaube, dass du für die Innenverteidigung jemanden geholt hast und eben auch Rechtsverteidigung. Das heißt, ja, da gibt es so einen, der sehr universell einsetzbar ist. Ich glaube Azpilicueta. Mhm. Dann Mittelfeld. Wie gesagt, ich war mir in allen zu unsicher und ich denke, ich sage jetzt mal so offensiv generell, Di Maria. Mhm. Und eventuell bist du mit Godin gegangen, weil er einfach eine Legende ist. Nee, leider nicht. Also ich habe mir für die Innenverteidigung Sergio Ramos geholt. Boah. Für ordentlich Geld. Ich habe mir auch tatsächlich Rabiot geholt. Konnte ich leider nicht widerstehen, für 30 Millionen Euro den mitzunehmen. Aber leider Gottes, der Rechtsverteidiger ist tatsächlich Azpilicueta. Oh! Muss absolut los. Es hat doch was geholfen, all deine Videos zu sehen. Scheiße. Oh Mann, ich bin voll angreifbar. Ja, alle machen so 2 Videos. Ich mache hier keine Ahnung schon wie viele. Und ja, tschüss, Azpilicueta. Kostet auch mal wieder gut und gern nur 6 Millionen Euro, den abzugeben. Yes. Ja. Tschüss.
Das heißt, offensiv hast du auch nicht wirklich was gemacht, ne? Nee, offensiv nicht. Man hat ja die Neuzugänge, die da, ne, mit Brand und so und verkaufen, glaube ich, kann man auch nicht wirklich viel. Deswegen habe ich es einfach so gelassen, wie es ist. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier, nichts dran rütteln. Gut, Leute, dann werden wir nach vorne simulieren bis zum 1. Januar, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau. Dann werden wir schon mal sehen, in welche Richtung es gehen wird. Ein kleiner Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao! So, Leute, angekommen, 1. Januar 2019. Ui, ich bin ultra gespannt. Lass uns mal auf zurückgehen, Dennis. Auf jeden Fall, los geht's. Ich bin hyped und, ja. Welcher Tabelle, welcher Platz bist du? Zweiter. Bruder, ich bin Erster. Alles klar, Junge, was ist denn da los? Aber Punkte gleich mit Leverkusen. Ja, ich bin ein Punkt hinter Bayern. Bayern ist bei mir Dritter, auch, also die haben 30 Punkte. Wie viele Punkte hast du? 32. Ich habe 31. Ja, alles klar, ist mal wieder absolut lächerlich, ey. Wieder habe ich mehr Punkte und bin absolut nur Zweiter. Richtig fake. DFB-Pokal? Oh nein, stimmt, das ist absolut Nasenbluten. Bin ich weiter? Ich bin raus. Was? Ich bin absolut raus. Ich bin, oha, ich hatte auch Glück. Ich bin in der ersten Runde gegen Hamburg ausgeschieden. Oh Mann. Es ist so unfair, es ist so unfair. Ich bin Viertelfinale und muss gegen Nürnberg. Hey, du wirst so den Pokal gewinnen und absolut am Ende, oh Mann, ey. Alter. Ich bin so lost, ey, ich bin aber, so lost. Aber Champions League. Ja, toll, jetzt wahrscheinlich da auch noch gegen Real Madrid oder so. Uff. Ich muss gegen Liverpool, tschüss. Tschüss. Ich muss gegen Barcelona. Bist du Gruppensieger? Nö. Ich auch nicht. Zweiter Platz. Zweiter Platz. 9 Punkte. 11 Punkte. Oha, Atletico hat 14. Bei mir haben sie 13. Aber die Gruppe halt komplett rasiert. Die haben gerade mal 4 Gegentore kassiert bei mir. Oh mein Gott, na, bei mir 6 Gegentore. Aber Barcelona, ich denke, dann, ja, das war's schon bei mir. Ja, bei mir mit ganz, ganz viel Glück, aber ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Oha. Absolut lost. Die Mannschaft sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, wie ich finde. Oh ja, auch nicht. Chiellini hat bei mir schon Downgrade bekommen. Oha, Linksverteidiger fehlt. Linksverteidiger fehlt? Oh, Freigabe sind wir bestimmt gezogen von irgendwem. Nee, oder? Doch, doch. Warte, schauen wir mal Nachrichten, ne? 49,7 Millionen. Ja, freu dich doch. Voll viel eigentlich für den. Die haben ihn mir geklaut. Alter. Geklaut. Aber ich hab noch, ja, ich hab gutes Transferbudget. Leute, ich würde mal meinen. Aber du hast was vergessen, du hast was vergessen. Die Trainer des Monatspreise. Ach so, ja, die Trainer des Monatspreise haben mich vergessen. Ich hab einen. Ich hab auch einen. Tschüss. Ich schalte Dennis jetzt mal auf Stumm. Und dann geht's los mit der Wintertransferphase. Ich bin gespannt. Let's go. Erstmal den Timer einstellen. 3, 2, 1, Abfahrt. Let's go. 10 Minuten. Da lässt sich jetzt einiges machen, Leute. Wir haben über 100 Millionen. Meine Damen und Herren, das ist zwar übelst viel Geld, was ich jetzt für den ausgebe. Ich glaube, 64 oder 65 Millionen für Dani Carvajal. Aber Dennis weiß ja nicht, dass ich rechts den Schulz habe. Den werde ich dann auf links verschieben. Dennis weiß ja, dass Guerrero verkauft wurde. Das heißt, ich glaube, er predicted, dass ich einen Linksverteidiger suche. Dann können wir nämlich in der Offensive noch etwas machen. Aber schauen wir mal, wie es bei Dennis aussieht. So, Timer in 3, 2, 1. Los geht's. 10 Minuten Zeit in der Wintertransferphase. Jetzt mit denen 30 Millionen, die wir haben, noch irgendwas zu machen. Der Plan bleibt der gleiche, wie ich es auch schon am Ende der Sommertransferphase angekündigt hatte. Wir wollen die drei Spieler, die wir hier haben, verkaufen. Da haben wir auch ein Angebot. Oh, Porto hat bei mir die Freigabesumme von Guerrero gezogen. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Okay, ich habe gerade gemerkt, Porto konnte sich nicht mit Guerrero einigen. Das heißt, wir müssen ihn mit Manchester United verhandeln. Jawohl. 45 Millionen Euro von Manchester United für Guerrero ist in Ordnung. Der ist sowieso ein absoluter Bankspieler. Nehmen wir an. Und daneben Weigel, Dahoud, müssen wir mal gucken. Einen von den beiden werden wir definitiv verkaufen müssen. Am Ende wird's Julian Weigel. Da haben wir jetzt auch unseren einen und, ja, einzigen Transfer für diese Wintertransferphase. Serge Gnabry kommt vom FC Bayern München. Wir sprechen ein wenig die Konkurrenz. 64 Millionen Euro zahlen wir. Eine Verstärkung ist er ebenfalls. Und damit unser einziger Transfer. Ja, damit sieht die Mannschaft folgendermaßen aus. Ja, Gnabry eben fürs rechte Mittelfeld. Ansonsten bleibt alles so, wie es ist. Und ja, Rechtsverteidiger, gut, hätte man vielleicht auch holen können, fällt mir gerade auf anstelle von einem Rechtsmittelfeldspieler. Aber 30 Millionen, 2 Minuten Zeit, vielleicht geht noch was. Vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht. Götze verkauft 23 Millionen an den Lazio Rom. Wir bekommen 19,5 Millionen. Kakaba verkauft 12,6 Millionen an Manchester City. Sehr, sehr schön. Julian Brandt fällt 2 Monate aus.
Da wissen wir jetzt, wo wir einen neuen Spieler verpflichten müssen, Leute. Rode verkauft 8,6 Millionen zum AS Rom. Weigl verkauft sehr, sehr schön 24 Millionen, 8 Millionen. Damit der fix kommt, 60 Millionen, Di Maria. Den Transfer noch schnell tätigen und dann Abfahrt. Oh, ich muss absolut schnell machen, noch 1 Minute 30. Ah Gott. Wir haben es nochmal geschafft. Es sind jetzt gerade, glaube ich, noch knappe 40 Sekunden auf der Uhr, einen Rechtsverteidiger zu holen mit Thomas Meunier von Paris Saint-Germain. Ordentliche Bewertung mit, lasst mich kurz gucken, 82. Also es ist auch nochmal eine Steigerung im Vergleich zu Hakimi. Ansonsten haben wir auch, muss man sagen, nicht so viele Backups dahinter. Unser neuer Rechtsverteidiger, also mit einer 82, damit auch wieder eine komplette 80er-Mannschaft. Und so viel zu meiner Wintertransferphase. Das alles geholt, wie viele Spieler? Ich habe geholt 2 Spieler. Ich auch. Und ich habe noch mega viel Budget. Oh, hast du irgendwie ein dickes verkauft? Ja, erstens das, weil Dutzend Freigabesummen wurden gezogen. Aber ich wusste verdammt nochmal nicht, wem ich kaufen soll, weil ich so viele Ideen im Kopf hatte. Aber ich hatte nur 10 Minuten Zeit. Deswegen, ja, bisschen okay. Mies. Und ja, mein Bester, ich würde mal meinen, ich versuche bei dir wieder die Außenverteidigung. Ach nee, hör mir auf. Ich denke, Alexandro und Telles. Puh, ist keiner von beiden, muss man sagen. Ich habe einen für die Rechtsverteidigung geholt, also nicht gerade verkehrt. Da habe ich Meunier geholt von Paris Saint-Germain mit einer 82 und fürs rechte Mittelfeld dann auch nochmal ein bisschen die Bayern geschwächt und Gnabry mitgehen lassen. Ah, ultra stark. Was ist der für ein Rating? 84. Okay, krass. Sehr starke Transfers, muss ich schon sagen. Gut, ich bin gespannt. Du meintest ja gerade was von wegen viel Geld, Freigabesummen gezogen und so. Deswegen gehe ich mal voll all in und sage, du hast fürs Tor, da wird vielleicht die Freigabesumme von Birki gezogen und du hast vielleicht Donnarumma geholt und die Reus-Klausel wurde auch gezogen und da hast du dich vielleicht bei Tottenham und Eriksen bedient. Boah, also guter Gedanke, sehr, sehr guter Gedanke. Ich habe mir gedacht, dass du dich auf die Freigabesumme von Guerrero fixierst, weil dadurch der weg ist. Ich habe den Linksverteidiger gespielt. Habe ich mir auf der Außenverteidigung einen Neuzugang angeschafft. Stimmt, der hat ja bei den Linksverteidiger gespielt. Genau, Schulz hatte ich, Rechtsverteidiger, den habe ich jetzt wieder zurückverschoben auf Linksverteidigung. Das heißt, ich habe mir Dani Carvajal geholt. Nicht schlecht. Und rechter Flügel habe ich mich auch verstärkt. Reus ist da, zum Glück. Ich habe Di Maria geholt. Nicht schlecht, du hast gelernt. Danke, bra. Auf jeden Fall nicht schlecht. Zwei absolut starke Spieler für die rechte Seite. Beide auch noch mit einem sehr, sehr starken Rating. Und ja, nicht schlecht. Definitiv. Danke dir. Ich wollte Sauber haben. Ja, wollte ich auch, aber das hat dann nicht geklappt. Ja, bei mir auch nicht. So, dann haben wir die Transferphase erledigt. Ich finde, wir beide haben sehr, sehr gute und interessante Transfers getätigt. Und jetzt würde ich mal meinen, ich suche meinen Kalender. Wo bist du? Kalender. Warte, wo ist er? Da. So, Kalender und wir skippen oder simulieren bis zum 5. Juni nach vorn. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ja, wer am Ende gewinnen wird. Also Leute, let's go. Ein paar Namen, die auch ne, gespielt haben, aber halt keiner, der sich da langfristig durchsetzen konnte. Ja, ich bin schon beim 5. Juni. Ich auch. So Leute, wir sind im Juni, 4. Juni und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Show dann ausgehen wird. Gehen wir schon mal auf zurück? Ja. Okay, let's go. Welcher Platz bist du geworden? Meister! Ich auch! Och nee. Punkte gleich. Ja, 72 Punkte. Ja, ich bin mit 5 Punkten Vorsprung am Ende Meister geworden. Echt, Tordifferenz hat bei mir geregelt. Wie viele Punkte hast du? Ich habe 72 Punkte. Ah, okay, ich habe nur 68. Ah, du bist schlecht. Ey. DFB-Pokal. Ja, da bin ich sowieso direkt erste Runde rausgeflogen. Ich habe gegen Union Berlin im Halbfinale verloren. Aua. 4. Gut, das heißt, durch die Liga steht es 17-17. Jetzt bist du 3 Runden weitergekommen im Pokal. Das heißt, 3 Punkte da nochmal oben drauf. Das heißt, 20-17 steht es gerade. Okay, 20-17. Champions League. Ich habe das Finale verloren. Du bist bis ins Finale gekommen? Ich bin bis ins Finale gekommen. Ich habe gegen Real Madrid verloren. Alles klar, Digga. Junge, ich hau rein, ne? Tschüss, alles klar. Ich bin einfach im Achtelfinale ausgeschieden. Ich habe einfach gegen fucking Liverpool 3-2 verloren. Alter, Barcelona 2-3 gewonnen.
Viertelfinale AS Rom 2:5 gewonnen. Halbfinale sieht man leider nicht. Gegen Real Madrid leider im Finale. Wie viele Punkte habe ich dann? Ja, ich krieg 2 dazu. Das heißt, ich habe 19. Und du kriegst 8 Punkte dazu. Das heißt, du hast 29 Punkte. Wird absolut die Vergewaltigung hier. Können wir eigentlich auf Pornhub hochladen, ganz ehrlich. Ah ja, die wichtigste Frage ist noch die Trainerauszeichnungen. Ja, klar, okay, Trainerauszeichnungen. Wie viele hast du? 3. 2000. Ich hab gewonnen! Ja! Ja, Mann! Gewonnen! Ja! Ja! Nee, okay, ich hab 2. Scheiße, sind wir nochmal einen Punkt verloren. Das heißt, ich hab am Ende souveräne, wie viele Punkte? 21? 21 Punkte? Und du hast souveräne 31. 32 sogar. Glaube ich, müsste eigentlich, oder? 17 hier, 4 da, 8 da, ja, 2, nee, 3, ach, keine Ahnung, du hast auf jeden Fall 1000-mal so viele Punkte wie ich, so ein Ding ist das. Ist das deine höchste Niederlage? Gehört schon mit zu den höchsten Niederlagen. Definitiv. Leute, und nochmal, ich bin der absoluteste Noob. Ich bin unfassbar stolz gerade. Ich hoffe, ihr seid auch stolz auf mich. Gebt alle einen fetten, fetten Daumen nach oben, Leute. Und ja, wie gesagt, wer von Dennis an den Kanal kommt und das Ende gesehen hat, der weiß ja, ich werde auch ein 20-Euro-Karten- oder PSN-Xbox-Karten-Gewinnspiel rausballern. Zeitgleich mit dem Video, beziehungsweise eine Stunde um 11 Uhr, Samstag 11 Uhr, haue ich auf Instagram das Gewinnspiel raus. Was ihr dazu machen müsst, ist mir folgen, Pato FIFA auf Instagram und Dennis folgen. Dann habt ihr die Chance, PSN oder Xbox-Guthaben zu gewinnen. Ey, mir hat das unnormal Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne wieder. Schreibt es in den Kommentaren, das Feedback. Und ja, Dennis, wie gesagt, sehr, sehr gerne wieder deine Revanche. Wird mal wieder Zeit. Wird mal wieder Zeit für Rache an der Stelle. Ja, ist echt so. Wer braucht so FIFA? Einfach auf Glück kaufen und fertig. Hat der mich einfach ohne so FIFA-Nutzen abgezogen? Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Da fehlen mir echt alle Worte. Ich hätte es mir auch nicht gedacht, ganz, ganz ehrlich. Im Stream, weißt du noch, da haben wir uns noch lustig darüber gemacht. Bipapo. Ja, im Stream habe ich dir schon 40 Euro überwiesen, von wegen so, ja, hier zum Verlosen und so schon mal. Klar. Das ist zu krass. Also, ja. Ja, meine Liste an Leuten, an denen ich noch Rache ausüben muss, wird definitiv länger. Ein Name ist jetzt dazugekommen. Mir hat es auf jeden Fall unnormal Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, also wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben. Abonniert Dennis, abonniert Pato und ich überlasse Dennis das letzte Wort. Ciao! Ja, mir hat es auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Checkt die Folge bei mir aus. War auch unfassbar spannend. Wurde wirklich im allerletzten Atemzug entschieden und ja, dann verabschiede ich mich. Wie gesagt, haut einen Daumen rein, abonniert uns beide und dann verabschiede ich mich auch und wünsche euch auch noch ein wunderbares Wochenende. Bis dahin, haut rein und ciao. Tschüss.